Willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind dein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen in jeder Alltagssituation ganz entspannt und mit Leichtigkeit ansprechen, daten und verführen kannst. Im folgenden Video siehst du, wie ich eine heiße Dame mit schönen roten Haaren angesprochen habe, ganz entspannt wieder einen Flirt aufgebaut habe. Viel Spaß beim Video. Entschuldigung, ich fand schon, dass du schon sprichst du Deutsch? Ja. Du hast echt schöne rote Haare. Ich dachte, ich muss mal kurz ansprechen. Ich habe dich gerade gesehen vom Weiten. Okay. Das ist gut, also ich will auch nichts verkaufen, ich bin auch nicht verrückt oder so. Okay. Ich dachte, du musst mal kurz Hallo sagen. Das ist süß von dir. Ja, du siehst auch gut aus. Hi. Schönen Tag. Eine Minute, Flirt, ich muss auch gleich weiter. Nur eine ist Minute. Okay, alles gut. Wie heißt du denn? Hi. Ja. Ist auch grüne Augen wie ich. Ja, die Besten. So, tschechische Wurzeln siehst du leicht osteuropäisch aus. Die Haare sehen auch ein bisschen natürlicher aus. Also komplett deutsch. Ich habe auch einen Rotstich, aber das ist schon gefährlich. Nicht so dänische Wurzeln. Bist du aus Augsburg? Nee, aus München Ursprung. Nein. Ja. Ah, da studiere ich oder habe mal studiert. Was machst du jetzt? Bin selbstständig. Mhm. Habe ein eigenes Unternehmen und mache noch meinen Master jetzt noch nachträglich als Luft- und Raumfahrtingenieur. Aber hier in Augsburg oder wo? Ich lebe noch hier. Ich suche jetzt eine Wohnung in München. Ich versuche jetzt genau. Viel Spaß bei der Suche. Genau, das ist das Problem. Also ich bin hier geboren, ja. Okay, also du kommst hierher. Genau, deswegen sage ich ja voll lustig. Du umgekehrt. Ja. Haben wir uns das in der Mitte gefunden. Ja, genau. Ja, da geht's jetzt auch hin. Ja, nur nehmen wir. Am Anfang siehst du wieder, wie ich die Dame mit einem direkten Kompliment und charmant anspreche. Hier siehst du schön mein Gesicht, wie ich lächle, in ihre Augen schaue und das empfehle ich dir auch. Sehr wichtig beim Flirten ist Augenkontakt und Lächeln, um Empathie aufzubauen. Wenn du sie jetzt so ansprichst, dann kommt das nicht so gut rüber. Aber wenn du sie mit einem Lächeln in die Augen schauen, mit einem frechen Lächeln ansprichst und mit einer Tonalität spielst, ganz andere Wirkung. Auch als dich, als Zuschauer, hast du jetzt eine andere Wirkung. Hast jetzt mich gerade gesehen, wie ich gerade zu dir gesprochen habe, ohne Emotionen und jetzt mit Emotionen. Viel Spaß beim weiteren Verlauf. Du siehst aus, als ob du Friseuse bist. Du hast eine coole Frisur. Schöne weibliche Ausstrahlung. Gar nicht Friseuse. Was machst du denn? Die inneren Nette siehst du jetzt bei mir. Und da wirst du auch oft so angeflirtet, so direkt? Oh, beim Arbeiten? Klar. Nein. Richtig. Du bist ein süßes Mädchen. Und lernst du so Männer kennen? Ich dachte, du bist ein leicht überrascht deswegen, frage ich mal. Ja, also so angequatscht wird man nicht oft. Nee. Nur von aber cool, dass es dich traust. Nee. Natürlich kann ich ja türkische Wurzeln. Ja, ja. Wenn eine Frau gefällt, dann musst du sie direkt ansprechen. Muss sie denn nicht? Ja, nee, schau mal, ich sehe dich vielleicht los, in München, das ist noch schlimmer. In München siehst du die Menschen fast gar nicht mehr, weil die Stadt so klein ist. Ach so. Aber Augsburg ist jetzt auch nicht die kleinste Stadt, ja? Ja, man hat München ist schon um einiges größer. Eben. Ja, aber Augsburg ist auch nicht klein und man hat in dem oft mal nur die eine Chance, ja? Da ich jetzt kein Online-Dating benutze und ich wahrscheinlich da nicht finden würde, falls du da überhaupt drauf bist. Und ich finde, ich dachte, wenn es passt, dann spreche ich dich mal an und wenn wir uns gut verstehen, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Ja, das ist wirklich voll aufmerksam irgendwie. Finde ich süß, zum Plätzchen. Ja, können wir ja mal machen. Ja, also gefalle ich dir auch? Ich finde, du bist mega sympathisch. Ja, du auch. Du bist jetzt nicht der, du bist jetzt, darf ich ehrlich sein? Ja, natürlich. Ich wäre jetzt nicht als erstes auf dich losgerannt oder hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass du auf mich losrennst. Kann ich verstehen, weißt du, die besten, hübschesten Männer, die sieht man erst auf den zweiten Blick. Nein, ich habe dich, nur von Weitem auch kurz gesehen. Ich habe damit nichts zu tun, sondern einfach nur, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. So von schon deinem mal äußeren Erscheinungsbild her. Du hast das Zuhälter, da wirst du ins Casino rein oder? Da hinten. Aber gesehen hast du es, ja. Ja, man kennt doch auch so, wenn man hier geboren ist. Ne? Ich meine, ist ja meine Stadt. Ja. Auch wenn ich jetzt mehr in München abhänge, aber. Ja, dann würde ich vorschlagen, lass uns mal die Tage auf den Tee treffen und ein bisschen weiter flirten, unverbindlich. Können wir gerne machen. Ja? Gott sei Dank. Also, das habe ich jetzt. Jetzt hast du wieder gesehen, wie man einen Flirt aufbauen kann. Du stellst Annahmen über die Frau, was sie beruflich macht, wo sie herkommt. Lass sie natürlich auch mal investieren und raten, was du so machst. Gehst darauf ein, was sie sagst, baust deine Assoziationen dazu ein. Und so baut man einen spannenden Flirt aber auf, der sich eben von einem Interviewmodus absetzt. Was du aber an dieser Stelle auch noch siehst, wie schnell das gehen kann, Frauen kennenzulernen. Vor allem, sie hat ja auch ehrlich gesagt, ich habe es verstanden, ich bin jetzt auch nicht ganz ihr Typ, aber sie ist überrascht, dass ich die Eier dazu habe, sie anzusprechen. Es gibt nicht mehr so viele Männer, die mutig genug sind, Frauen anzusprechen. Und Online-Dating, ganz ehrlich, langweilig, gibt es nicht so viele coole Menschen mehr. Es ist alles nur hin und her, hey, was geht? Setz dich ab von anderen Männern, geh raus, sei ein Mann, hab Eier.
Und dadurch überraschst du Frauen und zeigst, dass du selbstbewusst bist und kannst auch schöne Dates ganz schnell mit schönen Frauen haben, auch wenn du nicht der Traummann bist, auch wenn du nicht 1,90 groß bist, durchtrainiert bist oder ein Multimillionär bist oder Brad Pitt heißt. So schnell kann es gehen. Ach, warte mal. Können wir mal fragen? Hast du WhatsApp? Ja, habe ich. Oder? Ja. Wie willst du? Ja. Das klingt aber russisch. Die Zarkina. Oh ja, aber nee. Das mit den Augen und so. Deutsch, sieht es so skandinavisch aus, russisch aus, deswegen. Ja, ja so das ganz ist deutsch ein katholischer Name einfach. Ach so, ja. Mhm. Ich bin auch ganz katholisch. Ich stehe jeden Tag in die Kirche. Bestimmt, ja. Bin auch unschuldig und ungeküsst und jungfräulich. Ich habe meine Keuchhörzerin dabei. Glaube ich dir aufs Wort. Ich treffe jetzt noch ein paar Freunde. Ja. Gleich in der Innenstadt. Wir wollten jetzt, dass es eben nicht regnet, vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, aber Augsburger Wetter, ne? Herbstlich. Ja, also dass es jetzt zu regnen anfängt, damit habe ich nicht gerechnet. Umso besser, dass wir jetzt flirten und eben noch Wärme und Sonne in uns rausstrahlen. Was machst du jetzt? Ich schaue jetzt ein bisschen in die City-Galerie. Komm her. Ich wollte eventuell noch was für Halloween. Vielleicht finde ich was, weil ich auf eine Party eingeladen bin. Du bist als Freund. Nein. Kling ich mal kurz an, hast du mich auch? Tatsächlich wollte ich als Chucky die Mörderprobe geben. Nein. Ja. Das ist schön, dass du aber das ansprichst. Meine Mutter liebt das. Das ist von meiner Mutter mit, die wirklich gern. Ich hasse Puppen, weißt du? Das gibt nichts Gruseligeres für mich, deswegen. Komm, kannst du bei Saw, willst du ein Spiel mit mir spielen? Nee, ja, aber... Aber schau doch mal, Dings da, nicht, es sieht gar nicht, wenn du hier gerade durchlaufst, gibt es so ein Kostüm. Feiermeier. Ja. Nee, aber ich will ja nicht so ein Kostüm. Ich will ja selber ein bisschen... Ja, so ein bisschen Schminke und ein bisschen selber was da. Ja, genau. Und, schau, ich suche eigentlich nach einer Latzhose gerade. Dann schreibst du den Taliban. Gar nicht so einfach. Dann schreibst du den Taliban, die geben mir schon so eine Machete oder so. Die basteln selber. Oh, ich überleg's mir mit unserem Date. Ja, jetzt hab ich Angst. Solltest du. Ich melde mich bei dir. Wenn am Wochenende bin ich weg, aber nächste Woche... Unter also, der Zeit. Bei Halloween habe ich keine Zeit, wie du vielleicht nee, die Woche gehört. Drauf, das also die Woche drauf, kannst Halloween du dich ja gerne mal melden. Können so wir vielleicht ja Ende nächste Woche. Eine Stunde Zeit für mich. Ja, hat mich gefreut. Schöne Frau, mich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dir auch. Das ist richtig. Und dir viel Spaß, Chuck, für die Mörderpuppe. Schauen wir mal, ob es nichts wird. Bring mich nur nicht um nächste Woche. Ciao, ciao. Servus. Hast du wieder einen heißen Live-Flirt von mir gesehen? Wichtig an dieser Stelle. Ich habe gemerkt, die Frau hat Lust. Da musst du auch gar nicht 5-6 Minuten mit ihr reden. Kannst du nach 2-3 Minuten auf die Nummer gehen. Das machst du, indem du ihn fragst, ob man mal Lust hat, sich mal auf einen Kaffee zu treffen. Ich habe es da smart gemacht, habe gesagt, wenn der Vibe zwischen uns passt, dachte ich mir, okay, gehen wir zusammen auf einen Kaffee. Sie hat gut reagiert, habe die Nummer geholt, WhatsApp. Wichtig an dieser Stelle ist, beim Nummern austauschen, siehst du ja hier, weiterreden, weiter flirten, nicht stumm sein. Das machen so viele Männer falsch. Das sind nochmal die Minuten, wo du Vertrauen aufbauen kannst und sie durch den Kakao ziehen kannst. Ich flirte weiter mit dir. Sie sagt, sie will sich zu Halloween jetzt als Chucky die Mörderpuppe kleiden. Meine Mutter hat früher Chucky gemocht, deswegen kenne ich diese Puppe. Hab sie ein bisschen aufgezogen, habe auch gesagt, dass sie die Machete bei den Taliban besorgen kann. Soll sie sie anschreiben, weil es an dieser Rande ist es zwar nicht lustig, aber so einen Humor kann man auch einbauen, auch wenn es ein bisschen sarkastisch ist. Und das, was ich dir damit sagen will, ist, trau dich mal auch über die roten Linien zu gehen, über die Stränge zu schlagen, weil genau das polarisiert und das macht dich attraktiv bei Frauen. Weil du eben ein Mann bist, der sich traut, Sachen zu machen, wo 99% der anderen Männer sich eben nicht trauen, weil die zu sozial sind, ja. Und das natürlich machst du auf einer freundlichen, charmanten Art und Weise. Und an dieser Stelle, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du lernen möchtest, wie du Frauen im Alltag ansprechen, daten und verführen kannst, wenn du selbstbewusster werden möchtest, deine Ansprechängste in den Griff bekommen möchtest, dann kannst du dich natürlich gerne bei uns melden. Unter diesen Videobeschreibungen ist mein Kontaktformular, da kannst du dich eintragen und dann telefonieren wir ganz unverbindlich und kostenlos. Ist auch kein Verkaufsgespräch, kann ich schon vorwegnehmen, nicht wie bei allen anderen Coaches, erkläre ich dir dann gerne persönlich per Telefon. Dann höre ich mir deine Situation an. Und wenn wir dann eine Möglichkeit finden, zusammenzuarbeiten, gehen wir dein Datingleben an und machen aus dir auch einen ultimativen Verführer.